Gottes Segen und herzlich willkommen zu dieser Folge von Max 15. Maximal 15 Minuten mit Gott. Diese Folge beschließt die sechsteilige Serie über die Botschaft der drei Engel in Offenbarung 14. Noch einmal handelt diese Folge, wie schon die letzte, über die Botschaft des dritten Engels. Ich lese wieder, wie bei allen anderen Folgen, aus der Unterlage für die Gebetswoche 2021 der siebten Tagsadventisten. Die Botschaft des dritten Engels ist eine Warnung, die die Menschen dazu bewegen soll, das Schicksal der Ungerechten zu vermeiden, indem sie sich auf die Seite des Lammes stellen. Die eindringliche Warnung führt zu einer Beschreibung des letztendlichen Ziels des Endgerichts. Es werden weiterhin eine eindrückliche Sprache und starke Bilder verwendet. Er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Offenbarung 14, 10. Das griechische Verb vermittelt eine Vorstellung, die die meisten Menschen heute abstoßend finden. Das Verb bezeichnet einen intensiven körperlichen und oder seelischen Schmerz, über den die Person keine Kontrolle hat. In der Offenbarung wird es verwendet, um den unerträglichen Schmerz zu beschreiben, den die Frau während der Geburt erlebte, zum Beispiel in Offenbarung 12, Vers 2. Im Fall der Gottlosen wird das Verb in der dritten Person Singular Passiv Zukunft verwendet, er wird gequält werden. Die Frage ist, wer oder was sie quält. Wir werden den Wortlaut und die Absichten des Abschnitts besprechen, um Antworten zu finden. Die Gottlosen werden gequält vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das Bild, das hier gezeichnet wird, ist, dass die Gottlosen intensive Schmerzen erleiden, während sie in der Gegenwart der Engel und des Lammes stehen. Das Bild von Jesus, der von Engeln begleitet wird, hat seine Wurzeln im Alten Testament in Abschnitten, die ankündigen, dass Gott in Begleitung von Engeln kommen würde, um die Gottlosen zu richten und sein Volk zu retten, zum Beispiel in 5. Mose 33, 2 oder in Sacharja 14, Vers 9. Im Neuen Testament beschreibt dieses Bild die sichtbare und herrliche Wirklichkeit des Kommens Christi. Wenn Christus wiederkommt, wird er von seinen Engeln begleitet. Wir lesen das in Matthäus 16, 27, in Matthäus 25, 31 und 32 oder in Markus 13, 26 und 27. Das wird die herrlichste Erscheinung Jesu für die Menschen sein und alle werden ihn sehen. Sie werden in seiner Gegenwart stehen. In Offenbarung 14,10 geht es jedoch nicht um die Wiederkunft von Jesus, bei der ihn nur diejenigen sehen werden, die zu der Zeit auf der Erde leben. Hier verwendet der Engel die Sprache von der Wiederkunft Christi, um uns mitzuteilen, dass Christus während des letzten Gerichts ein letztes Mal vor den Gottlosen aller Zeiten und dem gefallenen Cherub erscheinen wird. Das wird eine Szene sein, die wir uns gar nicht vorstellen können. Hier wird die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes anerkannt. Wir sollten nicht übersehen, dass die Sprache des dritten Engels sehr präzise ist. Die Gottlosen stehen vor dem Lamm, nicht vor dem König der Könige, ja nicht einmal vor dem Herrn. Wenn sie aufblicken, sehen sie Christus als das Lamm Gottes, das am Kreuz gezeigt hat, wie sehr Gott alle seine Geschöpfe liebt. In der Offenbarung ist das Lamm, das geschlachtet wurde, ein Bild für das Evangelium von der Erlösung durch den Glauben an den Opfertod Jesu. Genau darum geht es im Evangelium, um Gottes Wesen der Liebe, das immer auf den anderen ausgerichtet ist. Jesus sagte, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen, die einen zur Rettung, die anderen zum Gericht. In Gottes Gerichtssaal werden die Gottlosen und alle bösen Mächte zu der tiefsten Offenbarung der Liebe Gottes zurückgeführt, die jemals in der Geschichte des Universums offenbart wurde. Beim Anblick des Lammes erkennen sie, dass Gott tatsächlich ein Gott der Liebe und der Gerechtigkeit ist und dass der kosmische Konflikt ungerechtfertigt war. Ellen White schrieb über den Moment, indem sich der Thron Christi über die Mauern des neuen Jerusalems erhebt und sie ihn sehen. Über den Thron erscheint das Kreuz. Und an anderer Stelle schrieb sie,
Im Angesicht Golgathas mit einem unbegreiflichen Opferlamm stehen alle Sünder verurteilt da. Daraus ließe sich schlussfolgern, dass das, was die Gottlosen quält, die durch das Lamm geoffenbarte Liebe Gottes ist. Diese Liebe lässt ihre Schuld erkennen und sie sehen sich, wie sie wirklich sind, während ihnen bewusst wird, dass sie auf ewig von einem so wunderbaren Gott getrennt sind. Dieser Schmerz wird überaus qualvoll sein. Es wäre korrekt zu sagen, dass die im Opfertod des Lammes offenbarte Liebe Gottes, die das Herz des Volkes Gottes mit Freude und Dankbarkeit erfüllt, das Herz der Gottlosen mit intensivem Schmerz und Schuldgefühlen erfüllen wird. Hätten sie das Geschenk der Erlösung, das ihnen durch das Lamm angeboten wurde, angenommen, wären sie dem Gericht der Verdammnis entgangen. Die Erscheinung des Lammes vor den Gottlosen wird den kosmischen Konflikt zu einer friedlichen Lösung bringen. Der überzeugendste Beweis, den Gott den Gottlosen, Satan und seinen Dämonen im letzten Gericht vorlegen wird, wird seine selbst aufopfernde Liebe sein, die durch das am Kreuz geschlachtete Lamm offenbart wurde. Das ist sogar der einzige Beweis, den er vorlegen wird, und er wird ausreichen. Die Überzeugungskraft dieses Beweises lässt sich nicht ermessen, denn sie wird das ganze Universum in Ewigkeit zusammenhalten. Im Blick auf das Opferlamm werden die Mächte des Bösen erkennen und bekennen, dass Gott in seinem Urteil über sie tatsächlich gerecht ist, dass sie den Tod verdienen, weil es das ist, was sie gewählt haben. Ihr Leid ist keine Reaktion eines verschmähten Gottes, sondern die Folge ihrer Entscheidung. Johannes schrieb über diesen Moment: Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der ganze Kosmos wird mit einer Stimme bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Im letzten großen Feuer wird der Kosmos von der Anwesenheit der bösen Mächte und von den Folgen ihres Wirkens gereinigt werden. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Offenbarung 21, Vers 1. Am Anfang und am Ende des kosmischen Konflikts steht die Liebe. Bevor die Sünde entstand, herrschte durch die Macht der Liebe im ganzen Universum vollkommene Harmonie, und bevor der Konflikt zu Ende ist, wird die vollkommene Harmonie durch die Liebe wiederhergestellt. Im Mittelpunkt der dreifachen Engelsbotschaft steht die wunderbare Geschichte von kosmischer Dimension, die die ganze Welt in Vorbereitung auf das Kommen Christi hören soll. Die Gemeinde darf keine Mühe scheuen, all ihre Lehren, besonders die Lehre von den letzten Dingen und Handlungen in den Dienst des ewigen Evangeliums von der Erlösung durch den Glauben an das Lamm zu stellen. Dies ist Gottes Botschaft an die Welt, die wir mit Wort und Tat und unserem ganzen Leben verkündigen sollen. Ich möchte diesen letzten Abschnitt noch einmal lesen, weil er so bedeutsam ist. Die Gemeinde darf keine Mühe scheuen, all ihre Lehren, besonders die Lehre von den letzten Dingen, und Handlungen in den Dienst des ewigen Evangeliums von der Erlösung durch den Glauben an das Lamm zu stellen. Dies ist Gottes Botschaft an die Welt, die wir mit Wort und Tat und unserem ganzen Leben verkündigen sollen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich lade dich ein, bei dieser Arbeit, bei dieser Verkündigung mitzumachen. Ich wünsche dir Gottes Segen dazu und wir werden uns wieder hören bei der nächsten Folge von Max 15.